Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf dem Kanal. Und heute reden wir mal über die 3000 Abonnenten, die ich hier mittlerweile gesammelt habe. Um genau zu sein, habe ich die 3000 Abos schon am 18. März erreicht. Ich wollte noch ein bisschen warten, weil hin und wieder springen welche ab und tralala. Und wie gesagt, ich habe es nicht vergessen und ich möchte mich da auch herzlich für bedanken, vor allem bei denjenigen, die mich regelmäßig schauen, denn bei mir auf dem Kanal ist das so, dass 98% aller Zuschauer keine Abonnenten sind. Und ja, ist halt so, eigentlich bin ich darüber auch nicht böse, aber leider ist das so bei YouTube, man wird nur was, ja, wenn man genügend Abonnenten hat. Da spielen die Aufrufe nur eine zweite Rolle und ja, ist ein bisschen doof von YouTube, aber kann man halt nichts machen. Deswegen meine Bitte an die Leute, die mich nicht abonniert haben, aber trotzdem regelmäßig meine Videos schauen, gebt mir doch ein Abo. Ihr müsst ja nicht alle meine Videos schauen. Und wenn wir schon dabei sind, muss ich auch nochmal eins betonen hier. Dieser Kanal, ja, auch wenn er sich um Technik dreht. Ich bin kein Profi-Technik-YouTuber. Ja, ich versuche das, euch die Produkte, die ich hier vorstelle, aus meiner Sicht eines, ja, sagen wir mal, Otto-Normalverbrauchers zu erklären bzw. vorzustellen. Und ihr werdet bei mir, wie gesagt, keine cinematischen, ja, Technik-Reviews sehen. Das gibt es bei mir nicht. Ich habe auch keine Kamera, die über 3000 Euro kostet, wie bei manch anderen großen Technik-YouTuber. Das nur mal so kurz erwähnt. Dann noch was in eigener Sache. Ich habe auch einen zweiten Kanal, der heißt Stefko Live. Und ja, wer also ein bisschen mehr von mir sehen will, außer Technik-Videos, der kann gerne da mal vorbeischauen. Würde ich mich auch drüber freuen. Und vielleicht abonniert ihr mich ja da. Da kommt so, ich sag jetzt mal so, Sachen aus meinem Alltag. Also nichts Spannendes. Also ich bin jemand, der jetzt groß verreist und tolle Reisevideos macht, sondern einfach so mal ein bisschen aus dem Alltag. Auch da kommen die Videos nicht regelmäßig, sondern in größeren Abständen. Und ja, ich denke, da wird auch keiner groß überfordert sein von meinem Gesicht, wo wir schon sind bei nicht regelmäßig. Es ist momentan für mich auch schwierig, irgendwas hier auf meinem Kanal zu machen. Ich finde einfach nichts, was mich interessiert und was ich euch so vorstellen kann. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist das so eingeschlafen. Ich würde auch gerne mal wieder ein Smartphone reviewen, aber auch da finde ich irgendwie nichts Passendes. Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, dass mittlerweile auch die großen Tech-YouTuber anfangen, Mittelklasse-Smartphones und Einsteiger-Smartphones zu reviewen, weil auch die irgendwie, ja, seit Corona habe ich so jedenfalls das Gefühl, weil keiner geht da mehr groß auf Events oder sowas und ich habe keine Ahnung. Generell ist das sowieso, ne, wenn ich jetzt hier auf meinem Kanal mein Smartphone vorstelle, gehe ich immer mit herben Verlusten raus. Aus folgendem Grund: Wenn ich ein Smartphone finde, was mich interessiert, wurde das bestimmt schon mal 5000 Mal auf YouTube reviewed. Zumal auch die Großen dann die Kontakte haben zu Händlern, die denen natürlich dann Testgeräte schicken und die sind dann meistens noch vor der Veröffentlichung mit einem Review schon am Start und das macht einfach keinen Sinn. Die laufen einfach nicht bei mir, diese Smartphones. Das finde ich ein bisschen schade, hätte ich gerne mehr gemacht, aber wie gesagt, so ein Smartphone kostet ja auch nicht nur 20 Euro, sondern mehr und ich muss meinen Verlust, den ich dann mit dem Smartphone mache, was ich meistens dann auf eBay weiterverkaufe, über dann die Werbeeinnahmen mir wieder reinholen oder halt über Amazon AdSense Einnahmen, die ich habe. Und auch da nochmal ein
fettes Danke an die Leute, die mich da auch unterstützen, die also meine Videos mit Werbung schauen und eventuell auch über einen Amazon-Link mal was einkaufen. Wie gesagt, das unterstützt mich, den Kanal, und ich hoffe, dass ich in Zukunft das hier auch ein bisschen bessert, dass ich wieder eine Idee habe. Ich hoffe, ihr könnt mir so ein bisschen folgen. Jetzt nochmal zu den 3000 Abos. Ja, ich möchte euch natürlich ein bisschen was zurückgeben. Ich habe da zwei Sachen, die ich hier jetzt verlosen werde. Und zwar ist das einmal die Actioncam AC920 und diesen Stylus Pen hier. Zu allen beiden Sachen hatte ich schon ein Video gemacht hier. Könnt ihr mal suchen oder ich verlinke die mal in der Videobeschreibung. Und die könnt ihr gewinnen. Was müsst ihr da machen? Ist ganz einfach. Wenn ihr die Actioncam haben wollt, dann schreibt ihr in den Kommentaren einfach Hashtag AC920. Und wer gerne diesen Stylus-Stift hier haben möchte, ja, ich denke mal, dann schreibt ihr Hashtag Stylus Pen. Bitte Stylus Pen zusammengeschrieben. Ja, ich werde das so 2 Wochen lang laufen lassen und gebe den Gewinner dann am, wir haben jetzt, 23.04. bekannt. Und ja, dann würde ich mal sagen, ne, tippt in die Tasten, wenn ihr irgendwas davon haben wollt. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr dann der Gewinner seid. Das klingt jetzt blöd. Ich drücke also für jeden jetzt die Daumen hier. Ja, also, wollt ihr den Stift haben hier? Einfach Hashtag Stylus Pen. Wollt ihr die Actioncam haben? Hashtag AC920. Ich möchte noch ganz kurz was zu der Actioncam hier sagen. Falls ihr mit den Gedanken spielt, die durch die Verlosung euch zu ergattern, bitte nicht als Profikamera benutzen. Wirklich nicht. Das ist eine Cam für zwischendurch, um mal ganz kurz so ein paar Aufnahmen zu machen. Aber ich rate jeden, der eine Actioncam sucht für professionellere Filmaufgaben, nicht diese hier. Ich denke, wir machen jetzt hier auch Schluss mit dem Video. Wie gesagt, ich wünsche euch allen viel Glück und ja, wir sehen uns dann zum nächsten Video hier auf meinem Kanal. Und ne, nochmal danke für eure Unterstützung. Also, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich. Hat euch das Video gefallen, gebt einen Daumen nach oben und ich sage jetzt erstmal, Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao.